Herzlich willkommen zu einer ein bisschen anderen Episode Filmlay für den Lux Film Festival aus voll am Gang. Und ich meine das heute ein bisschen mehr frei Schnauze, ein bisschen Ried raus, weil ich will relativ ob Zack sehen, für die verschiedenen Reviews rauszubringen. Natürlich bringe ich so vielleicht so ein, ja, da kommen ein paar Episoden raus, wo ich wahrscheinlich ein paar Filme dann an den klatschen werde. Und deshalb werde ich nur mal zwei beschwätzen. Und es sind an den Genuss gekommen für den The Outrun auf der Opening-Zeremonie zu gesehen vom Luxemburg Film Festival. Und das war ganz cool, mal bei seiner Opening-Zeremonie dabei zu sehen. Da hat mich immens gefreut, da können wir zu gehen. Und voilà, der Film war The Outrun. Ganz ehrlich zusammengefasst, es geht darum, dass ein Frauenmensch wird extremst alkoholaufhängig war und da extrem viele Probleme an seinem Leben müssen durchmachen, geht dann an eine Entziehungskur und will eben vom Alkohol wegkommen. Geht natürlich immer im Rückfällig, also so natürlich, geht immer im Rückfällig an die ganzen Probleme, die da mit sich kommen, gehen als heute demonstriert. Das ist eine ziemlich intensive Geschichte, die also auch immens flott inszenatorisch durchgestaltet gehen. Das lässt die wirklich spüren, wie die Emotionen bei diesen Geschichten eben kommen wirklich gut zum Drohen. Und das ist wirklich cool umgesagt. Der Film dauert gut ungefähr 2 Stunden, ich meine plus minus 2 Stunden, das ist, ich meine, ein bisschen Männer essen. Die vermittelt einem halt den Up and Down ziemlich gut. Immer im Rückfällig gehen, immer im Leid enttäuschen, Leid aus seinem Freundeskreis verlieren, aus seiner Familie verlieren. Das bringt den Film ziemlich gut rüber. Schon halt trotzdem ein Kritikpunkt, und zwar das ganze Thema eben den Alkoholismus geht irgendwann ziemlich repetitiv. Also immer, dass wir können immer im Rückblenden, wo halt eben noch extremst aufhängig war oder voll an seiner Sucht dran war, und die kriegen wir relativ oft. Also irgendwann sitzen sie da und denken sich, ja, schon so Lust direkt blenden, habe ich sie kapiert, können wir nur nicht vielleicht irgendwie weitergehen und die Geschichte so weiter erzählen, der Platz immer immer direkt blenden zu schaffen. Das ist etwas, was dann aber ein bisschen schwer ist, obwohl es ja eigentlich auch den Alkoholismus ja als so ein repetitiv erderweise im Gage spiegelt, als es eigentlich aber ziemlich passend. Weil immer das, also so einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker eben, das heißt, einmal ein Alkoholiker packen das schon an seinem dran. Und so vermittelt der Film, der aber auch mit seiner repetitiven Art und Weise auch so ein bisschen, dass ihn du eben nicht so einfach rauskommt. Gut, für den Zuschauer zieht sich das dann ein bisschen, aber trotzdem hat den, aber definitiv, ist ein definitiv guckenswert, den könnt ihr euch unbedingt auch gucken. Die Outrun kriegt, du meinst von mir schon mal definitiv eine Empfehlung. Empfehlung. So. Da war ich mal den Tag nur The New Boy auch gucken. Er spielt Kate Blanchett mit an. Der Film aus, wie soll ich das erzählen, spielt in Australien und das ist so ein Art, ja, das ist okay, Kloster, das, also sie sind zwei Nonnen und da so Ranger und die sind dann da auf so einer Ranch und sie haben da eine Kapelle und hier gibt dann ein Junge, den du draußen eben von den Ureinwohnern eben, den du gefunden hast, den geht dann da mitgeholt und den geht dann da quasi dem Christentum in Nobrut an Götter probiert, an hier Welt angegliedert zu gehen. Die ganze Geschichte spielt sich auf der Ranch da auf, an relativ wortkarg. Also, das wirklich, es gibt nicht so extrem viel Geschwert, und ich muss auch ehrlich so ein Zitze-Storaner auch recht. Also, das werde ich gerade bei The Outrun kritisiert tun, dass es repetitiv geht, so als den auch lang repetitiv. Also wir realisieren verhältnismäßig schneller, was für eine Richtung das geht. Es tut noch so ein mystisch, so ein übernatürlich Thematik ein bisschen mit dran, die aber echt symbolisch gemeint ist, an die dann du noch auch sehr verpufft. Aber der, wie ich fand, auch vielleicht nicht genug geschafft geht. Trotzdem ist der Film inszenatorisch ganz cool. Also geht mit schönen Bilder hier geschafft, aber erzählerisch waren dann aber ein bisschen dünn. Trotzdem hat der Film eine schöne Ambiance, hat ein paar Plots, die ihn abgemacht hat, die ihn sich so ein bisschen selber dann kann zusammenspannen, was dann auch den Hauptfokus ein bisschen davon aus. Also was doch nicht den Hauptfokus mehr, was du eben am meisten Spaß tun möchtest, das so ein bisschen das. Voilà, das waren meine zwei Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, mit denen ich so ganz schnell meine echten Gedanken gemacht habe. Also während der Aufnahme war ich schon viel drüber gucken.
Und voilà, nur einfach für sehr meinen Gedanken rauszuballern. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Format heute will, wie ich mit dem Lux-Film-Festival soll umgehen. Da wollen wir ballern, ich heute einfach mal raus und dann gucken wir mal, was passiert. Ich probiere, so viel wie es geht, mitzuholen. Natürlich, wie ihr denken könnt, ne, ich muss ja noch arbeiten gehen und dann hör den Kampf daheim. Und das ist ja nicht das einzige Projekt, den ich mache. Und dann ist Zeit relativ knapp. Trotzdem probiere ich mein Best, so viel mitzuholen, wie ich nicht mehr kann. Du wirst da kommen die Videos noch sporadisch, wenn ihr könnt, aber nicht, dann wann eben nicht. Voilà. Du wirst da bleiben und gucken, was beim Luxfilm Festival ist. Wenn da schon noch viel mal gucken, was vom Luxfilm Festival ist, schreibt mir gerne in die Kommentare, was dir gesehen hat und was ihr euch vielleicht am besten gefallen hat. Und voilà, ich ging so, an dem Sinn war das doch schon, und dann sehen wir uns an der nächsten Episode. Ciao!